Hallo Freunde und willkommen zurück zur Destiny Beta. Ja, wir machen weiter mit Destiny. Genau gesagt mit der Destiny Beta und gucken uns mal an, was uns das Spiel denn noch so ein bisschen zu bieten hat für die Zukunft. Und wie ihr sehen könnt, ich habe ein kleines bisschen weitergespielt seit dem letzten Let's Play und habe bei einer Mission dieses kodierte Engramm gefunden und werde euch jetzt mal eben zeigen, was wir damit zu machen haben. Wir müssen damit zum Turm. Denn dort finden wir einen entsprechenden NPC, der uns das Ganze dekodieren kann, wodurch wir dann den entsprechenden Ausrüstungsgegenstand, der sich hinter diesem kodierten Engramm befindet, dann auch bekommen und benutzen können, sofern wir das nötige Level dafür haben. Die Ladezeiten sind ja nun mitunter noch ein wenig sehr lang, muss man zugeben. Aber alles in allem hält sich das auch noch in einem gewissen Rahmen, den man ertragen kann. Wenn man mal berücksichtigt, was denn das Spiel inhaltlich so bietet. So, hier finden wir jetzt den Kollegen, der uns das Ganze dekodieren kann. Oh, ich sehe gerade, wir haben sogar zwei. Trag das mit Stolz. Okay, und diese beiden Gegenstände Wir brauchen die können wir dann jetzt hier über das Charaktermenü entsprechend auswählen. Wir gucken mal, ja, ist natürlich besser als das, was wir bisher haben. Die optischen Änderungen am Charakter sind da natürlich eher kosmetischer Natur und fallen auch nicht so ganz besonders auf. Zumindest jetzt am Anfang noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im fertigen Spiel nachher am Ende eine ganze Menge Zeug kommt, was uns dann optisch dann doch ein bisschen weiter noch verändert und individualisiert. Das ist eine einfache Handfeuerwaffe. Die lasse ich mal. Das Ding hier ist nicht schlecht, aber es hat halt immer nur einen Schuss, den ich kurz aufladen muss. Das zeige ich dann später nochmal, was das genau für eine Waffe ist. So, zurück zum Orbit und dann machen wir uns mal auf den Weg in die nächste Mission. So, rollenspieltypisch wird ein Missionsziel natürlich dann immer mit einem schönen Ausrufezeichen angezeigt, beziehungsweise dann mit so einem Pulsieren dieses Gebietes, wo wir dafür hin müssen. Hier könnte man zum Beispiel das Ganze auf einen schwereren Schwierigkeitsgrad stellen. Das bietet sich aber dann natürlich erst an, wenn man das entsprechende Level dafür hat. Und möglichst dann auch im Team mit zwei weiteren Spielern, einfach um es ein bisschen leichter zu machen. Aber wir machen das Ganze hier erstmal auf einem leichten oder beziehungsweise normalen Schwierigkeitsgrad. Die Vorhut berichtet, dass sich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermachen. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Ich registriere starke Gefallenenaktivität bei der vergessenen Küste. Aber das ist meilenweit weg. Warte, hier gibt es ein Fahrzeugnetzwerk der Hüter. Damit könnten wir von unserem Schiff aus ein Bodenfahrzeug rufen. Los! So, ich habe mir eben die Untertitel aktiviert, um es ein bisschen einfacher zu machen, dem Ganzen zu folgen. Genau, ich musste da hinten hin, genau. Oh, und ich wurde gerade angegriffen. Oder irgendwer ballert sich hier durch die Gegend. Inzwischen habe ich auch den Doppelsprung. Sehr praktisches Teil. Ah, da sind sie ja. Wenn ich jetzt auch noch zielen könnte, wäre das praktisch.
Aber da das hier alles nur kleine Gegner sind, nicht das Problem. Hauptsache, die lassen mir auch ein bisschen Mumpeln liegen hier. Damit ich das, was ich wegballere, auch wiederbekomme. Natürlich nicht. So, so ein Geräusch ist nie wirklich gut. Das heißt, hier ist gerade immer irgendwo ein Raumschiff angeflogen gekommen oder irgendein Event startet gerade. So, da oben ist das Ziel. Nochmal kurz gucken. Okay. Also mit einem Druck aufs Touchpad kann man sich eben mal schnell anzeigen lassen, wo man am besten... Hier ist der Sparrow Link. Wo man jetzt das Ziel findet. Entschlüssele Lagerdaten, verschränkte Kettvektoren und wir sind verbunden. Okay, wenn du den Sparrow nimmst, sind wir in ein paar Sekunden an der vergessenen Küste. Okay, und wir haben jetzt unseren Speeder. Die Gegner ignoriere ich jetzt hier mal so ein bisschen. Erinnert sehr stark an diese Speederbikes aus Star Wars. Und auch so vom Geräusch her ist das so ein bisschen Star Wars-like. Nähern uns der Küste. Die Gefallenen benutzen eine Art Signalverstärker. Mal sehen, was sie übertragen. Ui. So, okay. Hier ist dann doch jetzt ein bisschen sehr viel Gesocks. Weswegen wir mal eben die Waffe wechseln werden. Und das Ganze so ein bisschen aus der Entfernung machen. So, dass wir bei der Gelegenheit auch gleich mal so ein bisschen das Scharfschützengewehr hier zu sehen bekommt. Übrigens ein sehr praktisches Teil für sowas hier. Oh, nicht getroffen. Stehst du auch mal still da oben? Okay, da vorne kämpft sich gerade noch ein zweiter Spieler. So ein bisschen durch die Gegend. Das kann natürlich praktisch sein, wenn da immer ein zweiter Spieler in der Nähe ist, der das Ganze mitspielt. Beziehungsweise der halt auch die gleiche Mission spielt. Nachteil ist natürlich, dass einem dadurch eventuell auch mal ein paar Erfahrungspunkte durch die Lappen gehen, die man natürlich brauchen könnte. Aber so wirklich schlimm wäre das wirklich nur dann, wenn die Stärke der Gegner, beziehungsweise wenn die fehlenden Erfahrungspunkte dann wirklich dazu führen würden, dass man irgendwann nicht mehr stark genug ist, um die Gegner zu besiegen, beziehungsweise dann die Mission auch dementsprechend zu schaffen. Aber insgesamt sind die Gegner nicht wirklich schwer.
So, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich habe das alles hier in der Alpha zwar schon mal gespielt, aber... Ist natürlich dann trotzdem alles noch mal ein bisschen anders hier in der Beta, beziehungsweise ist es auch ein bisschen her, dass ich das in der Alpha gespielt habe. Gib mir eine Sekunde. Signal ist gestört. Keine Gefallen. Checken wir das andere. So, und dann holen wir uns mal unseren Speeder. Autsch. Jetzt hätte mich ja... Oh. Ei. Das war dann gerade eben doch mal so ein bisschen übermütig. Wir müssen wahrscheinlich auch eher da lang. Ui. Runter von dem Teil. Ah, bleib stehen. Bin mir nicht ganz sicher. Kann ich diese Dinger hier eigentlich auch kaputt schießen? Gucken, ob wir hier in der Höhle irgendwas finden. Ja, hier liegt eine Kiste. So, ein bisschen Geld. Das können wir später auf jeden Fall mal gebrauchen. Diese Captains sind mitunter schon ein bisschen nervig. Ich meine, hier geht's jetzt noch. Aber ist natürlich immer ein bisschen echt eklig, dass ich erst ihren Schild kaputt schießen muss. Bevor ich die dann direkt angreifen kann. So, wo ist das? Ach, da ist ja das Teil. Übertragung. Sind beide mit etwas in der Himmelsfahrt verbunden. Sehen wir uns das an. Achtung! Ah, da ist das Schiff. So, das ist jetzt einer von diesen Public Events, wie sie auch schon in der Vorstellung des Spiels auf der E3 angekündigt wurden. Hier geht es jetzt nämlich darum, diese Truppen hier auszuschalten. Okay, dann mal los. Wir haben jetzt 1,5 Minuten Zeit, um diese Extraktionsteams hier zusammen dann mit anderen Spielern entsprechend auszuschalten. Das bringt Bonus-Erfahrungspunkte. Und es ist ein sehr interessantes Prinzip, um Spieler, die nicht, sag ich mal, sich kennen oder zusammen in einem Team spielen, beziehungsweise vielleicht auch Spieler überall auf der Welt, zusammen an einem großen Event teilzunehmen,
teilnehmen zu lassen, vergleichbar mit einem Raid, obwohl man daher dann in der Regel so die Raid-Mitglieder so ein bisschen kennt. Und irgendwie trage ich jetzt hier nicht gerade wirklich dazu bei, dass das Ganze funktioniert. Wir haben nur noch eine Minute, Leute. Das mit dem Speeder ist eine ganz gute Idee. Uns bleibt keine Zeit. Achtung, ein Gefallenen-Skiff. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wo ist denn die olle Welle? Ach, da hinten ist die. Ja, dieses komische blaue Symbol zeigt dann immer die Welle an. Jetzt zeige ich euch auch bei der Gelegenheit gleich mal den Superangriff. Der ist nämlich, wie der Name sagt, super. Oh, mich hat es gerade super zerlegt. Bevor der Event ist, keine Zeit. Möchte ich dann natürlich wieder zum Zielgebiet kommen. So, das hat dann doch sehr gut funktioniert. Und wir haben den Event sogar mit Gold beendet, sprich mit dem bestmöglichen Ergebnis. Natürlich mit ein bisschen Mithilfe von den Spielern, aber wie ihr gesehen habt, haben wir auch eine Waffe bekommen. Beziehungsweise hier unten auch noch irgendwas. Achso, hier zeigt er mir eben nur an, dass ich da gerade ein neues, das Fahrzeug, was ich vorhin gekriegt habe. Und hier haben wir sogar zwei neue Waffen. Eine Schrottflinte und ein neues Scharfschützengewehr. So, wir können das Ganze auch immer mit dem gerade ausgerüsteten ein bisschen vergleichen. Die Feuerrate bei dem neuen Scharfschützengewehr ist ein bisschen höher, aber die Durchschlagskraft weniger. Aber der Angriff geht hoch. Wir versuchen es einfach mal. Wir werden ja sehen, wie gut das Teil letztendlich wirklich ist. Und machen uns dann erstmal daran, die Mission weiterzuspielen. Ach, da vorne. Uah. Was nicht nur mir, sondern auch meinen Spielekumpanen, mit denen ich das Spiel bisher gespielt habe, schon aufgefallen ist, ist, dass der Respawn der Gegner hier wirklich richtig widerlich ist, weil man mitunter kaum Zeit hat, eine Region zu durchqueren, ohne dass man direkt in den Respawn läuft. Also der Respawn ist extrem schnell und das macht es vor allem in Missionen, wo man immer mal wieder durch dieselben Missionsgebiete durch muss, doch schon ein bisschen stressig. Und das macht dann irgendwie auch nicht mehr wirklich Spaß, wenn man, sagen wir mal, durch ein Gebiet zwei, dreimal durchlaufen muss, weil man erst auf der einen Seite was zu erledigen hatte und dann auf der anderen und dann muss man nochmal zurück. Und dann rennt man jedes Mal durch diesen kompletten Respawn durch. Ich finde, da sollte Bungie noch ein bisschen nachbessern. Das hat sicherlich massiv auch damit zu tun, dass andere Spieler gleichzeitig in derselben Region unterwegs sind und ihrerseits mit ihrer Mission noch nicht so weit sind und die Gegner vielleicht brauchen für irgendwelche Quests oder so. Aber
Für einen persönlich, für einen selbst, der dann schon zum dritten Mal durch so einen Respawn durchrennt, ist es schon ein bisschen sehr nervig. Da muss man natürlich dann gucken, seitens der Entwickler, wie man da eine vernünftige Balance hinkriegt, ohne eben das Spielkonzept, so wie es ist, eben komplett über den Haufen werfen zu müssen, eben dass alle Spieler oder mehrere Spieler in derselben Region gleichzeitig unterwegs sind. Das sind dann so Kompromisse, die man entweder als Spieler so ein bisschen eingehen muss oder Kompromisse, bei denen der Entwickler auch mal gucken muss, okay, wie machen wir es am geschicktesten, dass alle wirklich was davon haben, beziehungsweise dass möglichst wenig unzufrieden sind, weil so richtig alle zufriedenstellen, das kannst du knicken, das wirst du nie im Leben schaffen. Sehr gut zu sein, noch direkt den Schild durchschlagen. Und den da hinten holen wir uns auch mit dem Teil. Und ich finde es halt auch nach wie vor ein bisschen schade, dass man im Spiel die Lautstärke nicht einstellen kann. Weil das natürlich vor allen Dingen für uns Let's Player so ein bisschen das Ganze ein bisschen schwerer macht. Das Ganze hier auch vernünftig aufzunehmen und zu moderieren. Natürlich kann man die Kommentarspur auch separat aufnehmen, aber das ist dann natürlich alles immer ein zusätzlicher technischer Aufwand und dazu kommt halt dann auch der entsprechende Aufwand für die Nachbearbeitung. Das Ganze muss dann entsprechend gerendert werden. In der Regel müssen müssen die Spuren dann auch noch neu synchronisiert werden, ausgerichtet werden. Je nachdem, wie man jetzt dabei vorgeht, bei der Aufnahme von und der Bearbeitung von so einem Let's Play. Aber es macht es halt ein bisschen unnötig schwer. Oder aufwendig, schwer nicht. Es ist halt nur ein bisschen aufwendiger, als wenn man hier einfach die Lautstärke ein bisschen einstellen könnte. In diesem Raum verbunden. Wie das jetzt mit den Lautstärkenverhältnissen, dann ist, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Technik man zum Aufnehmen benutzt. Ich benutze zum Beispiel eine Ava Media Game Capture HD2. Habe auch so noch keine andere Box weiter getestet, weil ich mir die mal testweise gekauft habe und die mir eigentlich relativ gut gefallen hat. Aber die gibt leider nicht die Möglichkeit oder die Option, zum Beispiel die aufgenommene Lautstärke der einzelnen Aufnahmequellen zu koordinieren. Sprich, dass ich sage, okay, nehme den Spielsound in der Lautstärke auf und den Mikrosound halt dann in einer anderen Lautstärke. Das gibt eben diese Box leider nicht hier. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, um solche Sachen für Let's Player ein bisschen zu vereinfachen. Oh, ich bin aber auch blind wie ein Grubenpferd, ne? Jetzt ist er hin. Ui, und da meldet sich dann auch gerade schon mal unser Timer. So, ich mach das noch eben schnell fertig. Die Gefallenen wollen Zugriff auf diese Maschinen. Aber irgendetwas wehrt sich. Noch können wir es nicht zerstören.
Das wird noch dauern. Ist jetzt schon mal viel wert, dass wir den Captain relativ schnell und früh ausschalten konnten. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen in der Nähe von seinem Ghost bleiben. Sehr praktisch, dass wir jetzt direkt den Level Up geschafft haben. Damit ein neues Upgrade freigeschalten haben. Okay, das sollten jetzt aber auch die letzten zwei hier sein. Komm raus, wo immer du steckst. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, da sitzt er. Du war doch nicht der Letzte. Uiuiui, mit was hat denn der jetzt hier doch nicht geballert? Ach du Scheiße. Das ist der Mist. Diese komischen lilanen Teile da, die sind ja mal richtig eklig. Okay, mit genug Feuerkraft kriegt man die aber auch relativ simpel erledigt.
das war dann auch nochmal eine kurze Demonstration unseres Superangriffs, beziehungsweise unserer goldenen Waffe, die ja unser Superangriff ist. Okay, ich habe alles rausgezogen, was ich stehlen konnte. Wir sollten dieses Ding zerstören. Okay, jetzt müssen wir das Ding auch noch kaputt machen. Ich laufe mir hier so ein bisschen rings einmal rum und hole mir mal so ein bisschen das, was ich kriegen kann. Weil wir sind ja Jäger und Sammler. Okay, da liegt noch ein bisschen Munition. Okay, Munition sind wir voll ausgestattet. Haben sie nicht bekommen wegen der Fireball. Alte Erde. Russisch. Hör mal. Die Legenden stimmen. Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt. Rasputin. Eine KI zur Verteidigung der Erde. Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt. Und er schützt etwas hier im Kosmodrom. Wir müssen irgendwie an ihn rankommen. So, da haben wir dann doch jetzt auch einiges bekommen. Neben dem Level Up auch noch ein bisschen was an Ausrüstung, die wir uns natürlich jetzt gleich nochmal angucken werden. Und dann soll es für diese Folge auch gewesen sein. Ich habe ja nur schon ein ganzes Ende überzogen. Aber, mein Gott, soll das Problem nicht sein, dann ist diese eine Folge halt mal ein bisschen länger. Umso mehr konnte ich euch natürlich entsprechend zeigen. Okay, wir haben eine seltsame Münze abgesahnt, dafür, dass wir so einen täglichen Event beendet haben. Sehr interessant. Ja, Jäger? So, dann schauen wir doch mal an, was denn wir als Level abgekriegt haben. So, Wolfmesser. Und wir haben auch hier noch was Neues bekommen. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Und wir können auch diese Gegenstände zerlegen und kriegen dann ein bisschen Kohle raus. Und was wir halt auch zusätzlich upgraden können, sind halt unsere Ausrüstungen. Und sobald wir was upgegradet haben, ist dann hier auch immer so ein gelber Rahmen drum. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass man da was verbessert hat. Okay, das kann auch weg. Einen Helm haben wir noch. Ist genau der gleiche. Und dann können wir den doch auch wieder zerlegen.
So, hier haben wir noch was. Eine weitere Schrotflinte. Dann haben wir davon jetzt auch schon wieder zwei. Ich bin ja nun nicht unbedingt ein Freund davon, jede Waffengattung hier etliche Male durch die Gegend zu schleppen. Und die können wir zerlegen, weil wir dieselbe Schrotflinte nämlich auch schon mal haben. Und das alte Scharfschützengewehr, das werde ich auch mal zerlegen. Brauchen wir auch nicht mehr unbedingt. Willkommen zurück, Jäger. Die Liste ist berechnet und eingereicht. Und jetzt? Nicht kaputt machen. So, wir haben eine Schmelztiegel-Einladung bekommen. Wenn ich mich nicht irre, war das eine PvP-Region. Die gucken wir uns dann auch in der nächsten Folge direkt erstmal an. Aber wir haben jetzt hier schon einiges an Zeit überzogen in dieser Folge. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal den Cut. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mal in die erste PvP-Region und gucken uns das ein bisschen an. Damit wir das auch mal gesehen haben. Ich danke auf jeden Fall fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Bis zur nächsten Folge. Ich verabscheue mich.